9 Flüchtlinge haben meine Mitbrüder hier in Maria-Inzersdorf aufgenommen. Hier ist der Leiter der Gemeinschaft, Pater Stefan. 7 von den Flüchtlingen sind bereits weitergezogen. 2 sind noch hier, 2 Syrer. Sie möchten ihr Gesicht nicht zeigen, sie möchten auch nicht sprechen. Sie haben Angst, dass sie erkannt werden. Das könnte ihnen zum Nachteil werden in ihrer Heimat. Das könnte auch ihren Familien schaden. Pater Stefan, wie seid ihr auf die Idee gekommen, Flüchtlinge in euer Kloster aufzunehmen? Wir haben gesehen, dass sehr viele Menschen auf der Flucht sind, dass das momentan ein Problem ist. Und als Franziskaner haben wir da nicht zuschauen können, sondern auch jeder Christ muss da etwas tun. Man kann nicht einfach zuschauen bei dieser Situation. Und soweit es in unserer Möglichkeit ist, haben wir versucht zu helfen. Habt ihr keine Angst gehabt, dass Terroristen unter den Flüchtlingen sind? Wir haben uns die gekommen sind, genau angeschaut, haben gesehen, das sind vertrauenswürdige Leute und haben auch, diese Erfahrung wurde bestätigt. Sie sind sehr dankbar, freundlich zu uns und es hat sich sogar schon eine kleine Freundschaft entwickelt. Pater Stefan, ich finde es großartig, dass ihr Flüchtlinge aufgenommen habt. Viele in Europa fürchten sich vor den Flüchtlingen. Ich denke, wir müssen Flüchtlinge kontrollieren. Es ist auch wichtig, dass Terrorverdächtige ausgeforscht werden. Und ich denke mir, zuerst müssen wir Europäer dafür sorgen, dass Menschen gar nicht flüchten müssen aus ihrer Heimat. Doch das Erstwichtigste scheint mir ist es, dass wir Menschen, die zu uns kommen und die uns um ihre Hilfe bitten, dass wir denen helfen. Und in diesem Sinn denke ich mir, die größte Gefahr für Europa sind meines Erachtens nicht die Flüchtlinge, sondern das sind die vielen egoistischen Bewohner unseres Kontinents. Mir scheint, und ich bin überzeugt, gerade wir Christen müssen hier anders handeln. Wir sollten so handeln, wie Gott an unserer Stelle handeln würde. Und ich denke dabei an dieses Bibelwort: Gott der Herr schützt die Fremden.